Lautstark stimmen sich beide Fanlager ein auf das EMCO-Kreispokalfinale. Um diesen Pott geht es heute zwischen dem SV Groß-Hesepe und dem SV Surwold. Nur noch ein Sieg trennt beide Teams davon, sich Kreispokalsieger nennen zu dürfen. Doch erst einmal müssen mindestens 90 Minuten gespielt werden. Wir starten in die Partie. Surwold in grün von rechts nach links, Groß-Hesepe in den blauen Trikots. Früh wird deutlich, dass beide Teams sich richtig was vorgenommen haben und mit viel Energie in dieses Spiel gehen. Niklas Siemer mit dem harten Einsteigen. Der Schiedsrichter macht klar, so soll das hier nicht laufen. In der Anfangsphase geht nicht viel und wenn mal ein Ball durchkommt, dann wie hier ohne wirkliche Gefahr. Wir blicken auf die 18. Minute, Einwurf Groß-Hesepe. Die Kugel geht aber dahin, wo sie auf keinen Fall hingehen sollte. Mitten ins Zentrum, das nutzen die Surwolder aus. Eising bekommt den Ball, macht das dann im 1 gegen 1 gegen Janssen. Perfekt, lässt ihn aussteigen, findet Thorsten Janssen und Tor. 1 zu 0 für Surwold. Eising macht das Beste draus, lässt seinen Gegenspieler aussteigen und findet den freien Mann. Der macht es dann ganz locker und netzt zum 1-0 ein. Dieses Tor, ein Geschenk von Groß-Hesepe. Die Grünen zeigen sich jetzt beflügelt vom Führungstreffer und machen munter weiter. Der Torschütze findet mit dem Pass in die Schnittstelle Tim Pohlmann. Der läuft alleine auf den Keeper zu. Christoph Heck kann aber parieren, verhindert somit das 2-0. Wir machen einen Sprung in die 35. Minute, Angriff Groß-Hesepe. Eigentlich ist diese Situation nicht wirklich nennenswert. Das Leder geht in den Strafraum und Torwart Wissmann ist vor dem Blauen am Ball. Doch was macht der denn da jetzt? Diskussion mit dem Unparteiischen. Was entscheidet er? Gelbe Karte, rote Karte. Die Situation ist klar. Wissmann gibt Benecke deutlich einen mit und der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter und gelbe Karte für Surwold Schlussmann. Maximilian David läuft zum Strafstoß an und netzt ein 1:1. Dieses Kreispokalfinale ist wieder völlig offen. Weit ist Wissmann nicht davon entfernt, dann hat er die Kugel, aber ein kleines bisschen fehlt dann doch noch. Wir gehen mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Die Surwolder eigentlich besser in dieses Spiel gestartet, dennoch ist die Partie hier völlig offen. In die zweite Hälfte starten wir mit einem neuen Schiedsrichter. Der bisherige Referee Markus Kühn verletzte sich im ersten Durchgang. Jetzt übernimmt sein Assistent. Ungewöhnlich, aber ja, das gibt es auch. Diese Tatsache war auch der spannendste Punkt in der zweiten Hälfte. Ansonsten tun sich beide Teams nichts, riskieren hier nicht viel und wenn es mal zu Chancen kommt, dann ohne Gefahr. Wir machen einen großen Sprung, nämlich in Richtung Verlängerung. Nach der regulären Spielzeit steht es 1:1. Verwirrung, aber bei den Surwoldern, die denken, es gibt direkt Elfmeterschießen. Dem ist nicht so, noch mindestens 2x15 Minuten. Und das, obwohl schon bei so manchem die Kräfte nachlassen. In der Verlängerung passiert erst einmal auch wenig Spektakuläres bis zur zweiten Hälfte. Hier reißt Fabian Kessens seinen Gegenspieler um. Der Schiedsrichter entscheidet schnell und richtig auf Rot. Klare Sache, der wäre sonst durch gewesen. Wer jetzt denkt, Groß-Hesepe will sich hier nur noch ins Elfmeterschießen retten, der liegt falsch. Die letzte entscheidende Aktion dieser Partie gehört dem Blauen. Um genau zu sein, Julius Jankknecht. Der hat nämlich noch richtig Dampf auf dem Kessel. Läuft und läuft und läuft an allen Surwoldern vorbei. Setzt sich immer wieder durch. Am Ende ist es nur Aluminium. Das heißt Elfmeterschießen. Glück für Surwold. Da wäre er gewesen. Der Lucky Punch. Die Nummer 17 kann es nicht fassen, torkelt nach dieser Sprinteinlage Richtung Elfmeterschießen. Um genau zu sein, zum Duell zwischen Oliver Wissmann und Christopher Heck. Die beiden können jetzt zu Helden werden. Beide Mannschaften sind so nah dran am EMCO-Kreispokalsieg. Nur noch das Elfmeterschießen muss überstanden werden. Den Anfang macht Yannick Schipper und verschießt. Groß-Hesepes Johannes Jankknecht zeigt sich hingegen ganz sicher vom Punkt. Und so geht es weiter. Surwold trifft. Dann wieder Groß-Hesepe. Und das ist eben der Fußball. Auch wenn die Strafstöße nach dem ersten Verschossenen sitzen, wenn der Gegner seine Arbeit macht, hat er die Möglichkeit, das Ding hier für sich zu entscheiden.
Und da ist sie, die große Chance. Steffen Wolters hat den Kreispokalsieg auf dem Fuß. Behält er die Nerven? Ja, Groß Hesepe entscheidet den MCO-Kreispokal für sich. Der Jubel ist groß. Die Surwolder am Boden zerstört müssen den Großhesepern beim Feiern zusehen. Die dürfen sich jetzt Kreispokalsieger nennen. Das fühlt sich unglaublich an. Es hat sich jeder vielleicht erträumt, dass wir dieses Jahr den Pokal holen können. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, auch heute ist was drin. Wir haben richtig schlecht angefangen, weil wir viel zu viel Respekt hatten. Aber hinten raus war es, glaube ich, jetzt ein glückliches Ende für uns. Ein Elfmeterschießen ist immer ein glückliches Ende. Das glückliche Ende durfte Steffen Wolters setzen. Sein Elfmeter entscheidet dieses Pokalfinale. Ja, das war wahrscheinlich der wichtigste Schuss meiner Karriere. Ich spiele auch schon ein paar Jährchen länger Fußball, aber sowas habe ich auch noch nie erlebt. Der wichtigste Schuss in Wolters Karriere und ein ganz wichtiger für Groß Hesepe. Wir sagen Glückwunsch zum Kreispokalsieg.